Alright, Ladies and Gentlemen, neues Satterhugo-Video. Ich find's nicht so schlimm. Oh, scheiße, Digga. Es ist mal wieder soweit. Was läuft? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Es ist wieder soweit, wir gehen rein. Ich brauche jetzt natürlich ganz klar meine Meinung, aber ich hoffe, ihr seid auch am Start. Und zwar gibt es in 35 Tagen, am 13.01. live bei Toni die Stream Awards mit... bei Revel TV. Amar, glaube ich. Digga, falsch rum. Da gibt es wieder mehrere Kategorien, die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Wir fangen direkt an mit der ersten Kategorie. Bester Jumpscare. Da sind zu zweit, dann hat er seine Tone. Ja, Minecraft? Wie kann man sich da erschrecken? Damit haben wir den Clip auch schon, für den wir voten. Bester Lost Moment. Da oben haben wir eine Uhr und die läuft ab. Da. Classic, oh. Classic. Was ist denn hier? Das war wirklich ein guter Clip, Mann. React harder, Mr. Streamer. Ja, ja, ich geb mir schon Vollgas. Ach so, die Sicht. Classic Elternteil, was irgendwie vom PC sitzt. Oh nein! Oh hell no! Digga, oh hell no! Oh hell no! Oh hell no! Stopp, haben wir Montag? Stopp! Ich muss seit 5 Minuten arbeiten! Wieder schauen! Bruder, ich glaube, das muss das einfachste Satterhugo-Video für Logo gewesen sein jemals. What the fuck, Bro? Digga, er musste ja einfach nur eingeben, Stream Awards Reaction und einfach alles zusammenschneiden. What the fuck, Bro? Es ist einfach die ganz, ganz große Stream Awards Reaction Zusammenschnitt, Digga. Digga, er hat auch direkt die Leute, die drauf reacten, er schaltet ja immer so noch rein. So, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Hugo fällt hin als Beispiel, ne? So, dann schaltet er ja auch meistens immer so rein, wie Leute darüber lachen, dass er hingefallen ist. Digga, er muss danach ja nicht mal suchen in irgendwelchen Vots jetzt gerade. Er muss ja legit einfach nur hingehen und weil diese Stream Awards Votings haben auch eh alle selber hochgeladen. Bro, er muss das einfach nur eingeben. Das ist das einfachste Video, was er je gemacht hat. What the fuck? Bro, dann schön die Dezember-CPM. Schmeckt. Wenn ich wieder mal wieder den Stream anmache und meinem Chat einen guten Montag wünsche, wenn noch Wochenende ist. Oh ja, passiert, Digga. Wie geht's euch? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt, Chat? Boah, ja, Digga. Nee, könnt ihr ja noch nicht, weil heute ist erst Freitag, Digga. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ach, Digga. Warum hieß du Leidenschaft für Schattensammeln? Warum guckst du danach? Warum hieß du E-Girl Layla? Der ist hart. Ach so. Eine Dame, die mal nett zu vögeln ist. Sag mal, das hat nichts mit mir zu tun, ohne Scheiß. Oh mein Gott, ich liebe Pimmel. Der ist gut, Digga. Vor allen Dingen auch so perfekt vom Timing. Das ist auf jeden Fall mein Humor. Die looks Timing like a loser, right? Stark, Hugo, da die Fresse aufzumachen. Wenn man aussieht, als ob man unter der Brücke wohnt. Aber vielleicht kriegst du auf Madeira dann ein bisschen Sonne ab. Ach, Bruder. Ich sage euch ehrlich, Hugo soll sich eine Glatze machen, Mann. You know? Dann kann er wenigstens sagen, er hat eine Wette verloren. Er ist der bessere Play, real talk. Ey, ich sag ehrlich, ich find's nicht so schlimm. Ich wähle irgendjemand und ihr schreibt rein, Philo Schmutz. Mann! 2 Wochen auf die Liste und wenn der Tipp noch einmal was Falsches drin im Chat atmet, Bärmerbahn, du verdammtes Loch, wieder Nonzer! Oh mein Gott, der Clip. Ich, weiblich 13, beeil ich das nicht. Hugo mit Glatze und Bart, Walter White. Bro, Alter, ich würde gerne mal wissen, wie Hugo aussieht mit Glatze und Bart. Kann jemand das mit FaceApp mal machen? Das wäre wichtig. Das Loch, wieder Nonzer! Oh mein Gott, der Clip. Ich, weiblich 13, beeil ich das nicht. Certified Hood Classic, wirklich. Der, no joke, der Clip lebt rent-free in meinem Kopf. Der ist so makaber, so gemein, aber der ist auch einfach so unfassbar geil, Alter. An den Clip werden wir uns noch in 5 Jahren erinnern. Dass er da reinkommt mit einem Tut mir leid. Da kannst du offline gehen. Coca-Cola in Glasflaschen. Und guck mal, wie hässlich deren Wasserflasche ist. Das sieht aus wie, als ob da so Essig drin wäre oder so. Du hast SRH-Essig gekauft. Das Essen kennt man doch, oder? Also ich kenne das nur bei mir, dass 50 Mal geschickt wurde. Digga, da ist alles! Der Klassiker, ja. Ja, das ist bei mir auch passiert. Essig, wie viel Essig ist das?
Flaschen. Der billige Tafelessig, den liebe ich. Nein, du trinkst jetzt Tornado machen nicht. Jetzt. Nein. Entzündet die Tornado. Die Tornado. What the fuck? Oh, das klingt. Bestes Streamer-Duo. Ja, da muss ich ja ganz klar, ne? Ist ja klar. Das, es gibt nur ein gutes Streamer-Duo. Ja. Bro, also, da muss ich ihn leider enttäuschen. Das wird tatsächlich nicht gewinnen. Das wird tatsächlich nicht passieren. Und das ist Montana Black und Elotrix. Sind eigentlich alle sehr strong in der Duo-Kombination, in der sie sind. Aber ich glaube, das ist es für mich. Wer sonst, Bro? Wer sonst? No Fraud und die anderen. Ackert der da direkt rein, Junge? Bro, du machst auf Free so. Junge, schön an die Tastatur jetzt. Schön an die Tastatur jetzt. Schön mit der Learn to Eat, Alter. Boah, das fängt gerade so krank ab. Normalerweise mischen die das noch, Digga. Aber irgendwie haben die das hier vergessen, Bro. Die haben einfach die Nudeln drauf gemacht an den Salat. Jetzt muss ich selber. Ich weiß nicht genau warum, aber Wilbo hat mir gerade das hier bei WhatsApp geschickt. Danke, Bro. Was zum Flying Fuck, Alter. Oh, noch mischen, was zum. Der haut sich auch eine Gabel da rein für zwei, ne? Bro, Alter, du bist so ein Hardcore-Opfer, Alter. Wirklich. Ey, das ist unfassbar. Wer bist du? Guck dich mal an. Ich habe jetzt gerade hier so ein Setup, wo ich die Kamera nicht anders hinstellen kann. Ach, Mann, ich mach was. Tucker? Bro, nimm die Hand vom Monitor. Digga, du touchst da mit deinen Fingern drauf. Ja und, wen juckt das, Bro, hä? Oh mein Gott. Was laberst du, wen juckt das? Pass doch am Rahmen an. Bruder, ich spuck da jeden Tag drauf, weil ich rede wie so ein, weiß ich nicht, Wiesel, was Tollwut hat. Wo hier so Schaum immer rausläuft, so ein bisschen low-key, wenn ich rede. Dann was? Ist jetzt auch egal, ob ich mit meinen Händen jemand so rufe. Bro, das überhaupt nichts. Das macht überhaupt nichts mit dem Bildschirm, Bro. Die sind dafür gemacht. Molle to Trimax hier. Wir spielen endlich das neue Lego Fortnite. Wer ist dabei? Reapers, D-Time, Rumatra, Hanky und ich zocken das Ding. Ach, Digga, schön wieder Rumatra in der LAN-Party. In 48 Stunden komplett durch, bis an Anschlag. Wieland ist wieder auf der LAN. Was ist los bei Wieland? Wer hat Wieland verarscht? Nee, ich check's echt nicht. Ich fahr morgen nach Hause, ich meine das ernst. Das gebe ich mir nicht ins Target. Ich bin gefahren, weil Max mich unglaublich abgefuckt hat. Ich muss extrem leise sein. Dann wird ständig vor allen Leuten auf einem rumgehackt. Ich habe jetzt halt für mich. Ach, Digga, das war so gut. Ich habe mich dazugelernt, dass ich bei sowas halt einfach nicht mehr mitmache. Nicht mehr mitmachen. Machen Trivix und Wieland wieder einen LAN? Ja. Nein, das Cam. Meint ihr, das wird gut ausgehen? Ich hoffe nicht, dass Wieland seine Kässpätzle kochen muss. Wieland ist so schlecht drauf. Seine Facecam, Bro, nimmt 2% vom Stream ein. Die ist überklein. What the f***? Warum ist die so klein? Aber die sind auf jeden Fall wieder alle zusammen auf einer LAN. Sein Titel ist die Flüster-LAN mit extra Käsespätzle. Also dick. Digga, das war so smart. Wieland hat seine Facecam extra klein gemacht und hat dann pro Sub die ein Stück größer gemacht. Digga, ich hab das auch mal gemacht für so 2 Minuten und ich glaube, ich habe so 100 Subs gegained. Das ist die dümmste Scheiße überhaupt. Ja, Rumatra, das ist krank. Du bist seit 16 Stunden mute, spielst die ganze Zeit auf dem Creative Server, klaust dir Items weg, machst deine eigene Base, redest nicht und hast das, was wir unglaublich brauchen, sagst du nichts. Ich habe jetzt halt für mich dazugelernt. Pro Sub Facecam größer. Oh mein Gott. Warte, ich sub jetzt und dann wird seine Facecam größer. Kevin, dafür die 1,6 Monate. Dann mach ich doch glatt die Facecam größer. Bro, so wenig? Das ist der krankeste Scam überhaupt. What the so, hey Leute, pro Sub mache ich die Facecam 1 größer. Marius auch nochmal mit 5 Subgifts. Scorpion mit 10 Subgifts, yo. So müssen wir Wasser suchen gehen. Das ist so ein richtiger Malocha-Pfeifen. Den machst du und nebenbei fällst du Holz und holst Holz ran. Steht mir ab, Alter. Okay, wir gehen rein. Ich vergaß, dass ich jetzt ja hier nicht mehr im Wasser sterbe. Auf der OG-Map ist man ja im Wasser gestorben, lul. Kein Clip, kein gar nichts. Das finde ich eine Frechheit vom Cutter hier wieder. Nein, ich bin tot! Ich kann ins Wasser springen! Gegner, 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 Michi, wollen wir rüber mit der Salva gucken? Ja, komm. Ja.
das war schon schlimm. Ey, Loro, danke nochmal, dass da wirklich 9 verschiedene Songs kamen während dem Clip, Bro. Ich habe absolut nicht verstanden, was passiert, Junge, weil ich so abgelenkt war. Meine Rezeptoren waren komplett ausgelastet von den 9 Songs, die da liefen. Und noch einer. Miss Credo. Warum ist denn Mickey genauso? Bitte Rebo. Ja! Nein! Nein! Okay, das war ein bisschen sehr recycelt dieses Mal. Also es war wirklich nicht mein Favorite, muss ich sagen. Aber man kann nicht immer gewinnen. Man muss auch mal ein Medium-Dosen hier raus.